Liebe Leute, wir haben noch mal richtig Bock in der neuen Session mit Loop Hero. Ich habe mittlerweile eine ganze Menge gespielt. Eine ganze Menge, so ein paar Runden, Danny hat auch ein bisschen gespielt, ne? Ja, weniger als Josh. Ja. Josh hat ein bisschen was. Ja, aber ich musste ja auch aufholen. Ja. Und wir machen noch mal Road to Boss 2. Das ist das Ziel dieser Session, den zu weghauen. Genau. Und wir haben sehr, 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 sehr viel gelernt. Genau. Das nämlich... Wir wollten euch natürlich sehr viel Variation präsentieren und viele neue Karten und so, das gehört ja auch dazu. Genau. Ist aber eigentlich Quatsch, weil jede Klasse nur bestimmte Karten im Deck braucht. Genau, und für ich werde gleich den Krieger spielen und versuchen, den zweiten Boss zu legen. Das ist uns bisher noch nicht gelungen. Ich fühle mich auf einem ganz guten Weg und zeige euch gleich mal, mit was wir hier spielen. Also ich glaube, ich weiß ehrlich gesagt nicht, was alles neu ist. Ich schmelze das, glaube ich, nur, da gibt es das Arsenal, es gibt mehr Basis-TP, zeige ich euch gleich. Ich habe ein paar Bauernhöfe haben wir zwei gebaut. Wir haben, glaube ich, die Bücherei neu. Die zeige ich euch auch gleich. Die Karte, die danach kommt, die Buchothek. Wir haben den Wald, den ich nicht benutze. Jenny, vielleicht. Wollen wir, du verrätst noch nicht, mit welcher Klasse du es magst. Und wir wollen unbedingt auch den Fluss freischalten, bevor Jenny dann am Zug ist. Ja, der Fluss ist für uns, für unsere beiden ja. Ideen gut. Aber wir haben ihn halt noch nicht, wie ihr seht. Der verstärkt diese Karten, diese Berge und Wiesen und so, ne? Alles, was außenrum ist, ja. Genau, das wäre schon ganz geil. Ausstattung, weil ich Krieger spiele, habe ich jetzt, hier sehen wir ein paar Sachen mehr. Ich setze voll auf Regeneration. Ich werde einfach so ein TP-Monster bauen. Ja. Und TP und Regeneration. Weil ich eh schon Regeneration habe, gewähren mir diese Höckerchen hier noch mehr. Bonus-TP, wenn ich neue Objekte ausrüste, Angriffe erhalten Schaden, wenn sie mich treffen, TP fürs Töten, also alles geht auf TP, TP, TP. Genau. Ich habe nicht auf diesem Account geübt, das heißt, dass die Karten, die ich zum Teil nachher ausprobieren will, habe ich noch nie gespielt, witzigerweise, zumindest nicht bei mir, sondern nur bei meinem Kumpel am Rechner mal. Ja, ich habe jetzt das Set hier, glaube ich, auch ein oder zweimal gespielt. Die wichtigsten Features sind sicherlich Dorf zusammen mit Vampirschloss, um möglichst viel Heal aus diesen Dörfern rauszuholen. Hain plus Bluthain. Ich werde versuchen, auch um die Bluthaine, also diese, ne, um seine Wurzeln dann ab 15% auch so viele Sachen zu gruppieren. Vor allen Dingen so Sachen wie diese Spinnenkokons. Die haben sich als absolute Trash-Mobs rausgestellt. Ich hatte die lange jetzt auch nicht mehr im Deck gemerkt. Die sind mega gut eigentlich. Die sind somit die beste Karte, sagt man aktuell, weil sie echt nicht viel aushalten und sie aber viel Loot geben. Dann klassisch Bergwiese. Auf Wald verzichte ich. Das scheint mir mehr sowas für ein Rogue zu sein. Weil ich will eigentlich möglichst TP tanken und Heilung machen. Und ich will auch eher ein schlankes Deck haben. Dann spielen wir mit Vergessen. Ist nie verkehrt, wenn man was vergessen kann. Und das Arsenal erzeugt einen zusätzlichen Objektplatz, senkt die Objektqualität. Das ist ein Helm, der dann dazu kommt. Ja. Und nicht zu vergessen, die Bibliothek ersetzt deine Karten durch zufällige, wenn du vorbeikommst. Dadurch kann man ein bisschen durch die Karten dann, die sich so ansammeln, die man vielleicht nicht ausspielen möchte, durchcyclen. Das ist ganz angenehm. So kommst du nämlich schneller an die Karten, die du wirklich willst. In diesem Sinne, mit dem Krieger, zweites Kapitel. So, wir drücken erstmal Pause. Ich will das jetzt sehr systematisch angehen. So ein bisschen die Choke Points mir angucken. Ich will jetzt ein bisschen um Hain und Bluthain rumbauen. Hier würde ich sagen. Ja. Und hier ist auf jeden Fall, sind so die Choke Points, wo wir, und hier vielleicht auch. Das Arsenal können wir einfach mal irgendwo hinsetzen. Das kriegt man auch nur einmal und jetzt haben wir hier mit den Helden. Okay, gehen wir doch zwei. Trinken einen Schluck Kaffee. Das ist schon der erste Helm. Ja, aber gibt Gegenschaden, so wie ich Gegenschaden verstehe. Kriegt jeder, der mich angreift, automatisch jetzt 4 Damage. Ja. Was gegen Gegnergruppen finde ich ganz geil ist. Das ist also nochmal was anderes als Konter ist. Genau, weil Konter heißt, wenn wir angegriffen werden, haben wir eine Wahrscheinlichkeit von so und so viel Prozent zurück anzugreifen. Gegenschaden heißt wirklich, stellt euch vor, wir haben Stacheln auf der Rüstung, man schlägt mit der Faust drauf, dann verletzt man sich schließlich selber. Ja. Ansonsten, Classy bauen wir hier natürlich erstmal auf den großen Mount Hygel. Ja. Mount Hygel, oh, das war so eine geile Instanz. Oder? Ist Hygel der Mount? Ja, das ist. Siehst du die Instanz, oder? Weiß nicht, das die war die draußen Instanz, die so geil war für meine Klasse. Eine der coolsten Instanzen in WoW. Ja, fand ich auch. Das war eh die beste Zeit, fand ich. Das ist ja, da bin ich ja zu der krassen Gilde gewechselt. Ist das, zu dem ist das auch die Instanz mit dem Baum, oder? Mit Yggdrasil? Und wo du dann am Ende mal hochgeschleudert wurdest und die
Magier mussten Federn, also leichter Fall, auf die Leute casten. Oh Gott, ja, ich weiß nicht mehr, wie das auf Englisch heißt, weil ich habe ja einen Druiden gespielt. Und ich konnte mich immer in die Katzengestalt verwandeln und habe dann weniger Fallschaden gekriegt für den Fall, dass irgendjemand es verkackt hat und konnte dann immer in der Reisegestalt aber rumrennen und wegrennen, wenn ich aus Versehen irgendwas gepult habe. Oh, das war die beste Instanz als Druide ever. Übrigens gleich gerade die Spinn verkackt, weil der Tag nicht so schnell kam, ich dachte. Wir bauen mal den ersten Hain hier. Ziel wird dann hier der Bluthain der erste. Das heißt, wir machen eigentlich drei so Slots, wo wir hier viele Gegner, hier viele Gegner und hier viele Gegner. Und dazwischen so ein bisschen Zeit zum Regenerieren. Aber bisher ist alles relativ crappy. Crappy. Ach, das macht Spaß, so die Zunge zu rollen. Kannst du die Zunge eigentlich richtig rollen? Also rollen so. Achso, du meinst physisch. Physisch, ja. Warte, ich teste es gleich. So, ich hab's gerade vorgemacht. Packen wir es mit auf den Hain, ja, oder? Oder so. Nee, der Hain trifft ja trotzdem. Ja, es geht mir darum, was der Vampir alles trifft. Also, ich glaube, ja, Hauptsache am Dorf. Finde ich gut, dass wir den Early haben. Ja, weil sonst sind die Ghule echt irgendwann. Warte mal, ich muss. Die Wiesen werden, glaube ich, noch zu so blühenden Wiesen, wenn ich einen Stein daneben setze, ne? Zack, zack. Ja, wir nehmen mal gleich den Rackling hier. Genau, und ein weiterer Tipp ist, man soll sich nicht von den Leveln der Items irritieren lassen. Es gibt Runs, da haben auch, ich habe mir mal so ein paar Videos einfach angeguckt, da haben irgendwie so die absoluten Profis auch manchmal Level 2 Ringe bis zum Ende, weil einfach die Werte so krass sind, dass sie die nie tauschen. Also das Level heißt nicht unbedingt immer, dass der Ring ja auch besser ist. Ja. Also das haben wir ja eh schon so ein bisschen so gemacht, aber naja. Wenn man halt fest auf bestimmte Werte geht, dann geht man auf die und auf andere nun mal nicht. Ja. Das Dorf. Würde ich die Quest gerade mitnehmen. Das baue ich hier. Haben wir hier eins, eher so letztes Drittel und hier Anfang zweites Drittel eins. Hier würde ich keins hinsetzen, weil hier will man im Bestfall ja mit voll HP rauskommen und den Heileffekt frühestens hier, glaube ich, haben. Es gibt noch. Das erste Bluthain, jetzt sitzen wir hier. Es gibt noch Weizenfelder, die habe ich jetzt nicht gespielt, wo haben wir noch freigeschaltet, die könnte man nicht. Ah, die Vergessenskarte vergisst man nicht, ne? Das finde ich interessant. Ich habe die Buchothek noch nicht gehabt, die ja noch. Ach so, sorry. Stimmt, du hast das Arsenal gebaut, vergiss es. Ich war kurz irritiert. Boah, mach mir hier, ich könnte. Ne, warte mal, ich will, dass die. Oh, genau, wenn ich die hier hinbaue, dann habe ich sie hier, dann sind die auch im Blut. Im Feinradius. Sorry, du wolltest irgendwas anderes sagen, ich habe dich unterbrochen. Stimmt, das kann. Keine Ahnung. Egal. Kommt wieder. Ja, also besser. Und gleich das zweite Vampirschloss, ist das super. Ich riskiere ein bisschen. Ah, okay, ich habe das Dorf ein bisschen kacke gebaut, sehe ich gerade. Aber jetzt müsste ich das. Warte mal. Hier ist es gespawnt. Das ist so ein. Das kannst du vergessen. Ich vergesse das. Ich will hier nämlich das Vampirschloss ranbauen. Ja. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass uns merken, dass hier der Vampir auch überall am Start wäre. Willst du den unseren lieben Freunden erzählen, auf was für Werte man so gehen? Oder du so gehst? Ja. Also, wie gesagt, Ziel ist es, letztlich ein TP-Monster zu bauen, vor allem durch die Berge und Wiesen. Auch eher dann Rack zum Beispiel als Vampirismus, weil wir selber gar nicht so viel Damage machen. Richtig, weil es der große Unterschied. Ja, ich glaube, Rogue würde viel mehr auf Vampirismus gehen. Der Krieger teilt halt einfach nicht so viel aus. Generell, man kann den Krieger, also habe ich zumindest auch in Sogards gelesen, der Krieger steht da so, forget it, ne? So Damage gleich forget it. Da geht es aufs Überliegen und aufs Tanken. Ich lasse auf mich einprügeln, bis ich in der Mühle werden. So im weitesten Sinne. Und das heißt, welche anderen Werte sind dann wichtig? Also ich gucke jetzt vor allen Dingen auf, dass ich genug Regeneration dabei habe. Verteidigung, finde ich, schadet nichts. So ein bisschen ausweichen. Konter ist, glaube ich, weniger wichtig, weil wir halt nicht so viel Damage machen. Ne? Mhm. Aber der Rest so, wie es kommt. Hauptsache Regeneration, ein bisschen Rundumschaden, weil wir sehr viel Gegnergruppen, glaube ich, haben werden. Drittes Dorf, ja oder nein? Ich glaube, ich warte mal einen Run ab, oder?
Man muss ja auch nicht an jedes Dorf einen Vampir bauen. Das stimmt. Also. Ich weiß nicht, ob ich hier ein Dorf schon hinsetzen sollte, zum Beispiel. Das wäre jetzt sehr early. Oder ob ich es eher hier hinsetze. Muss mal nach hinten hin. Mhm. Ja, das ist dann eher so, um es vor dem Boss vielleicht nochmal zu heilen, wenn wir so weit kommen. Bisher, wie gesagt, habe ich ihn nicht gesehen. Ah, oh, da ist so ein Bogenschütze, der ist auch. Genau, der ist ein. Guck mal, das hier, das ist so ein. Der, das ist auch nein. Genau dieser das ist ein Bluthain. Bluthain. Sehr gut, bauen wir gleich hier hin. Der Armbrustschütze, der da stand, ist durch die Karte, hat mit einem Wachturm, einen Wachturm gebaut. Der triggert den, aber der hilft nur auf den angrenzenden Feldern hier und hier. Vom Lagerfeuer. Macht er so ein bisschen Damage quasi von hinten, ja. Genau, und wenn du sagst, du hast den gebaut, wir haben den natürlich in unserem Lager gebaut, in unserem Sektor hin, ja. Wo man übrigens auch hier den Bauernhof und die Wälder und so baut. Und dann hat man die Karten freigeschaltet. Genau. So. Ich gleich erst der Park. Jetzt. Bob. Ah, seht ihr das dumm. Das Vergessenskarten, glaube ich. Das ist ja eine Heilgeschichte. Reck unter 30%. Oder wir gehen ein bisschen mehr auf Verteidigung. Und dann machen wir mehr Schaden. Das ist deine. Aber wir eh auf Rack gehen. Weil unser Rack ist ja nochmal erhöht durch die drei Ausstattungs-Items. Durch diese ganzen Hocker. Höcker oder Hocker? Plural. Ein Hocker, zwei Hocker. Ein Hocker, zwei Höcker. Ich glaube, Höcker. Und ist es ein Unterschied, ob es das Möbelstück oder das Kamel ist, wollte ich sagen. Ich glaube, es sind nämlich Höcker beim Kamel auf jeden Fall. Aber die Frage ist, soll ich mal googeln? Bitte, ja. So, ich glaube, man darf beides sagen. Bei dem brennend. Hocker. Such mal. Es sind definitiv Kamelhöcker. Auf jeden Fall, einig. Da müssen wir uns nicht. Aber ich habe einen Hocker zu Hause. Oh, willst du nicht zwei? Plural von. Oh, ich habe ganz viel Felsen im Kopf. Hocker. Ich hier verquatscht. Hocker, schaut mal. Ja, danke, ich habe mich vertippt. Hocker. Nicht wieder. Nein, die müssen wir in die Pfanne. Nominativ. Der Hocker. Die Hocker. Ah, wirklich? Ja. Das ist ja. Wir haben jetzt hier Fettberge gespammt. Aber ich gucke jetzt nochmal bei Duden. Ob Duden noch sagt, manchmal steht da bei Duden noch zusätzlich irgendwie, man kann aber auch, oder beides ist. Mhm. Ja, danke, ich akzeptiere eure Duden-Cookies. Häufigkeit ein eher seltenes Wort, witzig. Ja, wer hat schon noch Hocker? Höcker? Nee, Hocker. Ich habe einen Hocker drüben. Du hast einen Hocker. Nein, das ist nicht notwendigerweise ein klassischer Hocker, oder? Es kann, das ist ein Tritthocker. Das ist ein Tritthocker. Wo du auch irgendwie, weiß ich nicht, in deiner 3 Meter hohen Bibliothek nochmal um die übers Bücher mit sitzt Möbel ohne Lehne für eine Person. Danke. Das ist ein Hocker. Gut, dass du das nochmal geklärt hast, dass wir alle auf der gleichen Seite sind. Ach, das ist ein Hocker. Ah. Oh, gehen wir 100 TP runter oder für Regeneration rauf? Oh, ja. Cool, hier stehen auch Redewendungen und Sprichwörter. Mit Hocker? Ja. Warte, ich. Redewendungen. Das sind nicht alle Sprichwörter, das ist deswegen. Aber es fällt hier. Das erste hätte ich gewusst, Sarah. Irgendwas Hocker-related war. Ja. Ich denke, aktiv nach. Boah, hier zumindest ein Fluss zwischen, das wäre noch ein echtes Upgrade, muss ich sagen. Okay, so. Soll ich einen Tipp geben, welche Richtung dieses Sprichwort geht? Es geht um Humor. Humor? Vom Hocker. Reißen, richtig. Ja, das reißt mich nicht so vom Hocker. Ja. Krass, es gibt wirklich Redewendungen mit Hocker. Gibt's noch was? Es gibt auch noch locker vom Hocker. Ah, das habe ich auch schon mal gehört. Umgangssprachlich locker und verkrampft mit leichter Hand. Klingt eher was wie nach was, was Jenny sagen würde. Das habe ich aber noch nie gehört. Ja, aber das macht den Cool jetzt auch nicht mehr fett, Jenny. Das kannst du jetzt immer locker vom Hocker. Jetzt google ich mal Höcker. Also das hat er mir schon angezeigt. Okay, wir sind aus Fettpolzen bestehender große Wulst auf dem Rücken von Kamelen. Ich hoffe, Leute, ihr stört euch nicht daran, dass wir halt, glaube ich, in jeder Folge komplett in andere Themen ab. Wir haben uns schon über Rapiere unterhalten, über diese Frisbee-Geschichte. Es klingelt an der Tür. Ja, ich gehe mal kurz an die Tür. Alles klar. Ich fokussiere mich immer kurz aufs Game. Es sieht ganz gut aus. Machst du die Tür dann ran, bitte? Danke. Richtig, danke. Die Eingangstür ist nämlich gleich neben meinem Zimmer. Hört ihr hier noch den Paketboten? Das muss ja nicht Paket sein. Oder wir haben irgendwie einen Überraschungssucher. Ganz sicher. Vampirschloss lassen wir mal drin. Vergessen halten wir mal den Hain vielleicht noch.
Können wir zumindest durchlaufen und uns oben. Ich schaffe das ja. So, mitnehmen hier. Das war's. Ein Paket für den Nachbarn. Okay, hoffst du, dass die Klingel jetzt auch gleich wieder ist. Ich hasse das übrigens. Ich immer weiß, wenn ich ein Paket für den Nachbarn angenommen habe, die muss ich jetzt quasi. Mit dem muss ich jetzt rechnen. Früher oder später, ja. Voll lästig. Ich bin aber aufgestanden, weil ich habe euch eine, kann euch eine kleine andere Geschichte erzählen. Ich habe immer mit Mittwochs Viola-Unterricht. Und wer nicht weiß, was eine Viola ist, eine Viola sieht ein wenig aus, also sieht aus wie eine größere Violine, ist aber tiefer und meiner Meinung nach klingt sie auch schöner, weil sie so einen vollen, holzigen und so ein bisschen schnarrigen Klang hat. Schnarrig ist geil. Doch, das beschreibt man so. Ja, wie das Wort, aber wann, also wann sagst du denn, was ist das für ein schnarrig? Aber genau. Und mitten im Spiel ist mir die A-Seite gerissen, was auch richtig weht hat, weil sie hat mir voll über den Daumen und über den ganzen Arm einmal gezeckt und man sieht es auch immer noch, diesen roten Strich. Und ich habe natürlich Ersatzseiten bestellt, weil man gar kein Instrument spielen will, eine Seite. Achso, aber das waren die jetzt nicht. Nee, leider nicht. Die kommen erst Dienstag oder Mittwoch angeblich. So, Leute, jetzt konzentrieren wir uns aber langsam echt mal aufs Game hier. Oh ja, weil wir sind jetzt im Midgame. Aber jetzt muss man aufpassen. Early Game, finde ich, kann man sich über Höcker Level unterhalten. Up. Ja. Im Midgame muss man jetzt die Weichen stellen. Plus Schaden für jeden benutzten Trank. Okay. Das Nachschub finde ich völlig Quatsch. Konter, wir sind ja 0 auf Konter, das ist 5%. Ja, dann ist das Beste tatsächlich das, ne? Ja, wir werden jetzt nicht auf Konter gehen. Die waren jetzt also alle die, nicht so die geil. Perks, das hatten wir. Ich will halt diesen Schild eigentlich haben oder das Bonusleben. Ja. Die finde ich geil. Das Schild ist das Beste. So ist die aber bisher ganz vorbei. Hast du mittlerweile diese Buchothek gebaut? Oder die was? Die Buchothek? Nee, ich kriege die nicht. Wir haben die noch nicht gefunden. Man ist ja kein Wettbewerb. Boah, der tut weh, der Typ. Der Fleischkohle, ich weiß, ist ja wie immer Fleischklopf sagen. Boah, wird, ist, er ist ja nicht, ich war so gut aufgelegt hier. Aber eigentlich, finde ich, sieht es auf der Karte sieht's auch gut aus. Ey. Aber das ist ganz schön auf den Sack gekriegt. Also wir kriegen richtig auf die Fresse von dem von... Aber jetzt hier shoppen wir gleich mal ganz kurz. Also erstmal Fett Gegenschaden und direkt... Guck mal, das ist ja in allem besser. Ja. Und vor allem geil. Alles, was du möchtest. Auch besser. Rundumschaden ausweichen. Verteidigung ausweichen, Vampirismus, Rundumschaden, Konter ausweichen. Aber okay, deutlich mehr Damage der lang durch. Der Schild. Deutlich mehr Verteidigung. Ich gehe mit dem Schild wegen Death. Magieschaden. Nee. Hier, aber oh Gottes Willen, Alter, wir sind ganz schön. Ich muss überlegen, ob ich den gleich lösche, ehrlich gesagt. Da ist noch ein Blutheim. Ja. Einbauen. Aber ich glaube, die. Oh, ich weiß gar nicht, ob die. Die stacken, glaube ich, nicht. Die stacken nicht und deshalb baue ich ihn hier. Ich glaube, also man kann. Die können sich natürlich überschneiden an zwei, drei Feldern, aber ich glaube, sie stacken klassisch nicht. Ich glaube auch nicht. Weil sonst könnte man alles zuhauen und alles nur da bauen. Ich glaube, das wird zu immer. Boah, das ist halt hier schon Quest. Ey, shit. Ich habe so große Töne gespuckt und dachte, ja geil, wir haben es voll im Griff, aber. Nicht so sicher, weil das ist jetzt hier ein Quest-Mob. Kannst du ihn ja vergessen. Ja, ja, aber die Frage, will ich, soll ich ihn vergessen? Weiß ich nicht. Also viel Leben hast du nicht. Ich hab ein bisschen Schiss, wir gehen mal bis zu dem hier, gucken mal, wo wir dann lebenstechnisch stehen, weil der haut richtig rein. Du könntest auch noch ein Dorf vor dich setzen können, um dich zu heilen. Ja, aber dann habe ich ja wieder oh Gott, wir haben hier auch, ach nee, wir sind gerade auch... Riskierst oder nicht? Es ist dein Run. Wenn ich den schaffe, bin ich safe durch. Und dann regenerieren wir auch ohne Ende danach, ne? Okay, all in jetzt. Oh shit! Oh shit! Shit, oh shit, oh shit. Du musst treffen. Sieht aber bisher gut aus. Ja. Aber guck mal, wenn er einen trifft, dann trifft er. Nein, 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 nein! Wir haben vorher Attack, bevor er da ist. Ne, er hat auch nochmal reingehauen, ne? Mhm. Mit 200, das schaffen wir über den Rest und dann heilen wir uns durch. Heieieieiei. Heidi Witzki. Nein, wieso hast du nicht da rangebaut? Weil ja, jeder weil Berg jetzt... profitiert ja auch von den anliegenden Bergen. Ja, aber ich baue jetzt, ich muss ja hier Wiesen auch eigentlich runterbauen, oder? Nee, musst du nicht. Aber die Wiesen profitieren ja von anliegenden Bergen. Ja, aber du kannst Bergen. Ja hier unten noch Wiesen bauen. Ja, aber ich versuche quasi mehr, das war jetzt perspektivischer gewesen, du hast natürlich recht. Das ist die Bibliothek, die nehmen wir gleich mit. Also ich würde trotzdem irgendwo knubbeln, einfach. Knubbeln.
Ja, weil du kannst ja, jetzt... hier oben ist tatsächlich auch Quatsch. Ich werde jetzt hier hin machen müssen, ja, weil hier so voll alles schon war. Okay, ich hoffe, erleben wir gleich mal die Bibliothek. Aber wir sind... Oh, wir hängen so bei 200 fest, ne? Mhm. Ist noch irgendwas? Was haben wir hier? Das ist schon deutlich Reduzierung an Rack, Konter, ich weiß es nicht. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Das ist, glaube ich, ein bisschen besser als 2 Def runter, dafür aber ganz viele verschiedene Werte. Nicht verkehrt. Boah, das ist ganz, ganz, ganz heißes Eisen hier. Mit ganz heißer Nadel gestrickt. Mhm. Ah, ich wollte das hier anbauen. Damn you. Und hier noch eine Wiese. Jetzt gucken wir gleich mal, was wir hierfür kriegen. Eine Buchothek. Aber wir kommen langsam hoch. Wir waren bei dem Fett waren es gerade noch bei 200. Bei dem Fett? Guck mal, er macht nur die ersten 3. Nicht alle. Weil ich mir da selber nicht mehr ganz sicher. Ich habe den noch nie gebaut, deswegen. Wir bauen hier auch noch einen Hain, einfach nur, weil wir irgendwann durchlaufen. Wissen wir unser Inventar, Gedöns aus, klappt nicht? Mag das eigentlich? Das kommt eine Menge zusammen. Ich würde auch fast sagen, nächste Runde könnte die Bossrunde sein. Je nachdem. Jetzt nochmal hochheilen. Ah ne, es war Dorf, genau, es halt ein bisschen. Ich muss gucken, was das Dorf nochmal heilt. Ich mach das 40. Das hier ist schon... Ne, da kommt nochmal Gude, glaube ich, jetzt gleich. Aber das Ding ist, wenn du ein Dorf kurz vor dich baust, um dich zu heilen, dann ist es ja, dann spawnt noch nicht instant ich krieg sofort die Quest. Ach ja, du willst die Quest nicht haben. Ich will die Quest ein bisschen vermeiden, weil die hauen ja teilweise, wenn es die Falschen erwischt. Ach guck mal, ja genau, das ist jetzt schon durch. Ja, das hier ist ein Dorf und das Dorf ist auch schon durch. Ja, also zweimal 135. Zweimal 135er Dörfer. Ziemlich gut und du bist jetzt fast voll. Ja. Jetzt kommt es aber drauf an, wie du so triffst. Ich spiele jetzt ein bisschen. Boah. Also es verdoppelt unsere TP halt, ne? Dann nehme ich auch den einen Rack weg. Mhm. Frage ist, so ein bisschen jetzt provoziert man es auf den Boss. Das ist eine Menge Gegenschaden. Ich will ein bisschen auf dem Rack natürlich drauf bleiben. 4,2. Ah, dafür 10 Gegenschaden hoch. Ein Rack und. Na, und ausweichen. Aber guck mal, hier der Gegenschaden ist ja schon. Recht erheblich. Okay. Gegenschaden ist auch was Interessantes. Macht die denn bei jeder Klasse einen anderen Slot zusätzlich frei? Das Arsenal? Ja. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Müsste sie ja. Ja. Ich bin da ein bisschen unsicher, wie viel ich hier reinbaue. Ich muss mal so die erste Kurve gucken, bevor ich jetzt hier großartig weiterbaue. Kannst du ja dann immer noch bauen. Die Frage ist, ob wir hinter uns bauen für den Boss oder ob wir nach vorne bauen. Für Equip. Okay. Und jetzt kommt wieder so eine fiese Gruppe. Alte Wiesen? Diese Fiesling-Goblins, die kann ich nicht leiden. Ja, vor allem mit Questo. Aber guck mal, mit dem Gegenstand geht das ganz gut. Ja, weil die sich selber kaputt behauen. Und jetzt kommen die dornigen Dornen. Ja. Stark. Sehr gut. Und wir haben jetzt hier auch noch ordentliche Heal natürlich Geschichten auf der Runde. Ordentlicher Ring hier. Bleib beim Rack. Ich nehme sogar nochmal das im... Nee, da will ich sie bekämpfen oder nicht, ist die Frage. Ich bekämpfe sie mal. Müssen sie noch da bauen? Wobei, nee, die können jetzt in beide Richtungen gehen. Ja, die können in beide Richtungen. Oh, jetzt ein Dicker. Eieiei, den kratzen wir gerade noch. Ja, ich versuche den Boss zu triggern. Noch in der Runde. Ja, du heilst dir nochmal ein Lagerfeuer. Heilig vom Boss? Wow, das hat sich, der Dick hat sich gelohnt. Also, neuer Helm. Gegenschaden hoch, rundum. Verteidigung, Vampirismus dafür, Rack runter. Unsicher, ob ich den Rack gern behalten möchte. Rüstung, auf jeden Fall besser. Ja. Geile Waffe. Ja. Oder? Ist schon geiler. Vampirismus ist mir egal.
Na, ich würde auch auf die Werte gucken. Also wenn das viel mehr Schaden ist, dann ist es geil, aber eigentlich machst du keinen Schaden. Von daher ist es dann auch egal, ob das 10 oder 19 Death 20 und Angriffstempo gefällt mir auch besser. Jetzt die Frage, weil ich an anderer Stelle jetzt vielleicht doch auf den Rack verzichte. Du kriegst 69 TP am Tag, okay. Genau durch die Wiesen. Ja. Muss man gleich nochmal ausbauen. So ein bisschen die Frage, ob ich es schaffen würde, den Boss jetzt schon zu triggern. Also auch wenn ich es drauf anlege. Wenn ich es dann nicht schaffe, ihn zu triggern und dann noch eine Runde laufen müsste, mir sie dann so voll gebaut zu haben, wäre natürlich auch strategisch nicht so klug. Ich gucke gerade, wie weit ich mit den Wiesen und so komme. Ich muss jetzt auch ein bisschen aufpassen, dass ich hier die Vergessenskarte nicht verliere. Das ist ein bisschen ungünstig. Das sind Haine. Ich will es schon hinkriegen, glaube ich. Wir müssen noch den Boss gehen, wenn wir es wollen. Wir kriegen auf jeden Fall noch den Perk. Ich glaube, am Perk entscheidet sich so, ob wir eine Chance haben gegen den Boss. Ja. Ich will es, glaube ich, ich will einfach mal sehen, was er kann. Dass wir eine Idee von ihm kriegen. Jetzt Perk. Oh, ist er wieder Crab, oder? Rambok? Rambok ist halt geil gegen die Gruppen jetzt vorher, aber nicht gegen den Boss. Das ist komplett dumm. Also, wenn wir hier nichts reißen, dann liegt es einfach einzig und allein daran, dass wir. Also wir haben wirklich krass, wie viel wir recken zwischen. Absolut ein Crap-Perk. Wirklich, wirklich. Okay, Rambok ist early, aber ganz gut. Ja, aber jetzt auch mit Blick auf den Boss oder so, will man ja eher das extra Leben haben. Oder den fetten Schild, den ne? Den fetten Schild eigentlich. Weil der Schild als TP. Das extra Leben bringt dir ja nichts, wenn du ihn nicht runterkriegst. Oder ihn. RCS, BEZ. Wahrscheinlich eher so ein S-Ding, ne? Oh, Boss oder nicht Boss? Das ist hier die Frage. Ach, das ist tatsächlich entspannt so zu gucken, muss ich sagen. Das wird ja, ist die Vergessenskarte weg. Kannst vergessen, ey. Du hast noch eine neue Vergessenskarte. Ja. Ich muss die Buchothek. Ich kann Doppelbuchothek machen, um noch ein bisschen. Ich brauche vielleicht gleich noch eine Buchothek, um mehr Berge zu cyclen. Okay, aber dann kannst du ja nichts bauen, um ihn zu triggern, ne? Oder, oder kriegst du dann. Ich trigger ihn ja auch mit Wiesen und Bergen. Ah, okay, du kriegst also Bergkarten dafür. Das habe ich nicht drauf geachtet bisher. Okay. Oh, da ist noch ein Hain. Den kannst du bestimmt noch bauen. Ich habe überall Haine, glaube ich. Ja, weil du kannst die ja so bauen. Ups, sorry. Hier zum Beispiel hin. Dann macht er ja hier trotzdem mehr. Also die überlappen. Ja, wobei die sind doppelt. Auch eigentlich. Ach nee, wir haben den Hain schon am Lager. Da hilft er ja auch. Wir machen es hier. Weil der hilft ja auf jeden Fall immer. Guck, wir kommen der Sache schon recht nah. Aber wir haben eigentlich nicht das Leben dafür. Jetzt haben wir den hier mitgenommen. Wo, vielleicht hatte ich auch Unrecht. Aber es wird ja auch gleich nicht besser werden, ne? Ist das Problem. Also es wird, also jetzt ne, noch eine Runde zu gehen danach, wird glaube ich jetzt nicht, oder? Bisschen die Na, Kunst. Wenig Leben haben wir halt aktuell ja nicht. Aber ich weiß nicht, 800 halt, ne? Nee, ist auch Quatsch. Ich weiß nicht, ob ich mich von den Items halt her ein bisschen dumm benomme. Item. Hier kommt noch ein kleiner hier. Also jetzt kommen wir noch ein paar Meter, wo wir auf jeden Fall auch hochraggen. Ich gehe auf den Boss. Und wir machen den Boss auch einfach. Um zu sehen, was er kann. Ja, dann guck mal, ob du den triggern kannst. Ich weiß nicht, ob das reicht. Aber doch, den können wir triggern. Das heißt, das ist jetzt, wenn ich ihn nicht getriggert kriege, gehe ich nach Hause und save die Sachen. Wir bauen jetzt einfach alles voll. Oh, könnte es recht haben. Ja, jetzt musst du es durchziehen, also von daher. Das baue ich jetzt halt tatsächlich auch einfach alles irgendwo hin. Ja, jetzt habe ich. Aber vielleicht kriegst du noch ein, zwei Karten. Ja. Ich brauche tatsächlich noch eine Karte. Ich weiß nicht, ob die zählt, wenn ich die spiele einfach. Ah, da ist noch eine Wiese. Oh komm, schon eine Karte. Nein, ich krieg nicht den Boss! Hilft das was, wenn ich die spiele? Weiß ich nicht. Ja! Die letzte Karte! Die hätte ich halt mir gern aufgehoben. Ach nee. Der macht ja auch was anderes. Wenn er als erstes. Er hat noch keine Festung. Oder er hat keine Festung. Nee, er hat keine Festung.
Okay, wir kommen mit 1000 Leben an. Ich glaube nicht, dass es reicht, aber wir riskieren. Ich glaube, was uns fehlt, ist, wir haben keine gute Waffe. Vergleichsweise wenig Damage drauf. Und wir haben einfach schlechte Perks bekommen. Ist ja wirklich, oh, einfach... die Musik ist geil. Okay. Do or die? Nee, die. Wir teilen jetzt. Oh Gott. Wie cool. Was ist denn sie? Ich will es. Nee, ich bin unser Hauptcharakter. Könntest du bitte aufhören? Du bist also verantwortlich für das ganze Chaos. Aufhören womit? Aufhören, all das zu tun, dich zu widersetzen, für die alte Welt zu kämpfen. Es wird ohnehin alles auslöschen. Tut mir leid, aber so muss es laufen. Also wieder ein geheimnisvoller Er? Ich nehme an, du wirst mir nicht erklären, von wem du redest. Warum sollte ich nicht? Ich rede von Gott. Er hat eine Unzahl von Sternen erschaffen, Galaxien und ach, was sage ich denn da? Er hat alles erschaffen und jetzt zerstört er seine Schöpfung. Das ist der größte Unsinn, den ich je gehört habe. Und glaube mir, ich habe sehr viel Unsinn in meinem Leben gehört. Warum sollte Gott die Welt zerstören wollen? So, was wird allgemein als alberne Frage bezeichnet? Meinst du, wir haben ein Recht, Gottes Beweggründe zu erörtern? Im theologischen Sinne hat sie durchaus recht, würde ich sagen. Es ist Gott, um Gottes Willen. Ah, see what you did there. Wenn er es entschieden hat, dann muss es getan werden, denn dann hat es einen Grund und eine Bedeutung. Statt ihm deine Wut und deinen Ärger zu zeigen, solltest du ihm für das Leben danken, das du hattest, und dich in der verbleibenden Zeit vom Universum verabschieden. Tschüss, Universum. Bye, bye. Nein! Warte! Das stimmt nicht. Wenn das alles wahr ist, warum kann ich mich dann noch widersetzen? Warum bin ich in der Lage, die Welt Stück für Stück wiederherzustellen? Es geht sehr langsam, aber es geht! Heißt das, dass dein Gott es sich anders überlegt? Oder ist er überhaupt ein Gott, wenn ich gegen seinen Willen handeln kann? Das sind doch bloß leere Worte. Du versuchst nur, einen Grund zu finden, um dein unbedeutendes Nein auszusprechen. Du tust mir leid, ebenso wie diese Welt, doch deine Bemühungen sind aussichtslos. Gottes mähende Sense lässt sich nicht mit einem einzelnen Grashalm aufhalten. Das glaubst aber auch nur du. Ich werde deinem Treiben persönlich ein Ende setzen, durch Worte oder falls nötig mit Gewalt. Naja, vielleicht hält ein Grashalm keine Sense auf, aber er kann einem in den Schuh geraten und wehtun. Weißt du, Metaphern sind nicht so mein Ding. Ja, ist nicht so deine Stärke hier, glaube ich. Lass uns gehen. Nee, doch. Ich lass uns gehen, okay. Lass tschüss. Uns sehen, ob dein Gott dich wirklich beschützt. Oh Gott. Okay, was haben wir? Ja, irgendwelche Türen. Sie ist eine Priesterin. Okay, was kann sie? Wir checken mal. Lebendig Seele, Himmel des Willen. Wille des Himmels. Das ist aber komplett andersrum gelesen. Ja. Beschwört ein Engel, statt anzugreifen. Dieser verschwindet, wenn er zweimal angegriffen hat. Ikonostase erzeugt statt jedes zweiten Angriffs 5 Buntglasfenster, 20% Chance von einem der Fenster geschützt zu werden. Und 80% Chance von einem Buntglasfenster geschützt zu werden. Das heißt, man muss immer die Glasfenster zerhauen. Nicht, dass wir nur warten. Boah, wer bist du denn hier? Der Engel. Gott. Hallo. Hallo? Ich meine, wir können halt nicht viel machen. Also Vorteil ist, wir verlieren schon oft Zeitleben, ne? Wobei, wir kommen immer bei Ragnar ganz gut hoch. Wir bräuchten irgendwie Rundumschaden, habe ich das Gefühl, bei dem Boss. Das ist Gegenschaden hilft uns ja nicht, weil diese scheiß Spiegel nicht angreifen, ne? Mhm. Rundumschaden wäre sinnvoll, ja. Und wir haben gar keinen. Okay, das ist ein Learning. Rundumschaden für das den Das heißt denn die 40, 20... Hat sie gleich keine 100. Ah, okay. Ihr Zauber, welcher Zauber ist das? Weiß nicht, was das genau ist. Was sieht immer so aus, als ja. Würde die Zeit ablaufen, dann ruft sie in den nächsten Spiegel. Okay, also man braucht Rundumschaden, damit jetzt die Spiegel weggehen. Jetzt haben wir ihr immerhin einmal nicht verpasst. Genau. Sehr viel aushalten wir können, nicht. Wir kriegen kein Damage auf sie, weil wir die ganze Zeit im Spiegel einkloppen müssen. Das heißt, mit ein bisschen Rundumschaden hat man, glaube ich, eine gute Chance. Und man braucht auch gar nicht so viel Leben, sondern einfach guten Rack, weil sie selber nicht so viel Damage macht. Ja, sie macht so gar keinen Damage, hast du ja gesehen. Okay, das ist machbar. Ja. Aber ich würde sagen, wollen wir uns abwechseln? Ja. Das, wir gucken mal, ob wir den Fluss bauen können.
Nein! Natürlich nicht, weil wir das nicht mitgenommen haben, wenn wir so viel verlieren. Ja, schon 30%. Okay, wir überlegen. Entweder ist Jenny nächste Woche, wollte ich gerade sagen, nächste Folge dran mit einer Surprise-Klasse. Ja, wir können es schon abwechseln. Oder ich nochmal mit dem Krieger, Kriegerin. Mal ich habe auch noch nie den zweiten Loop probiert, weil ich drüben nicht so weit bin. Uiuiuiuiui. Das wird spannend. Ja. Okay, Leute, wir schaffen das noch. Klar. Also, wir können das ja, das ist unser Ziel hier. Das müssen wir noch schaffen, bevor das Let's Play endet. Es ist halt ein hardcore-grindiges Spiel. Wir werden es wahrscheinlich nicht bis zum Ende spielen. Vielleicht packen wir es später auch nochmal an. Wenn wir Ende dieser Woche zwei richtig geile neue Let's Plays in der Pipeline sind. Eigentlich drei. Muss da stimmt ein bisschen Platz gemacht werden für. Aber jetzt wollen wir es natürlich nochmal wissen. Nächste Folge, Jenny. Bis dann.